Hallo Freunde, bleibt dran und lasst uns gemeinsam eine Runde Factorio Let's Test genießen. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann drückt bei YouTube abonnieren, bei Twitch auf Folgen und wenn ihr mich sogar unterstützen wollt, dann lasst einen Sub da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ihr wisst es selbst, Unterstützung tut immer gut. Und jetzt lasst uns anfangen und diese Folge gemeinsam genießen. Heute schauen wir uns den Mod Wunder Logistik Roboter an. In dem Mod geht es darum, dass verschiedene große Logistikroboter zum Einsatz kommen. Der Standardroboter hat ja normalerweise eine Frachtkapazität von 1 und dann kann man ja in der Forschung noch ein bisschen was erhöhen. Und bei den Logistikrobotern habe ich mir gedacht, dass man diese Kapazität anders nutzen kann als nur die Forschungserhöhung, sondern dass man eben einfach diese Robis zusammenfassen kann. Und genau darum geht es. Es gibt da eben den MK1 sozusagen. Für den braucht man 10 normale Logistikroboter, noch einen Greifarm, rote Schaltkreise, Eisenzahnräder und Stahlträger. Und hat dann sozusagen in einem die zehnfache Menge untergebracht und gleichzeitig noch eine Geschwindigkeitssteigerung drin. Wie man das hier sieht. So, dann gibt es den MK2. Braucht man natürlich wieder 10 von den anderen, also von dem MK1. Erhält damit eine Frachtkapazität von 75, also das ist nicht ganz die zehnfache Menge. Aber man hat halt eine höhere Frachtkapazität, braucht nur einen. Und so steigert sich das weiter. Dann gibt es den MK3. Braucht man auch wieder 10 Stück, dann braucht man noch Module dazu, hat dann eine Frachtkapazität von 250 und dann gibt es noch den Spitzenreiter, den MK4, wo man auch nochmal Module und so weiter braucht, sieht's ja, und eine Kapazität von 750 auf nur einem Logistikroboter hat. Eine Sache muss man bedenken bei diesen Logistikrobotern: sie können einen Stack transportieren. Das bedeutet, wenn ein Stack nur 200 oder 100 Einheiten hat, dann nützt dieser MK4 Transportroboter nichts. Auch wenn er 750 Einheiten kann, ein Stack, also 200 Stück, maximale Grenze. Die Geschwindigkeit macht sich natürlich bemerkbar. Wenn man natürlich mit Stack-Veränderungen arbeitet, mit der Anzahl innerhalb der Stacks arbeitet, mit der Veränderung, dann lohnt er sich. Also wenn man dann 1000er Stacks hat und er nimmt 750, dann hat er mit einmal natürlich fast den ganzen Stack weg. So, und die Sache habe ich jetzt einfach mal vorbereitet. Ich habe hier zwei Roboports stehen mit den Standarddingern. Also hier haben wir 750, nein, nicht 750, hier haben wir 350, also 700 normale Robis drinnen. Und ich habe hier eine Abfrage drin, dass 4000 Kupferkabel geholt werden sollen. Die haben wir hier drüben drinnen liegen. Das Deck enthält 200 Stück. Und ich stelle jetzt hier einfach einen Port hin. Und dann gucken wir uns die Geschichte mal an. So, stellen wir da an. So, und dann kennt man die ganze Sache schon. Es fliegen alle 700 Stück los. Arbeiten los, bringen alles, holen. Ich habe jetzt mit Absicht die Fließbänder dran, einfach damit auch die Sache wieder abtransportiert wird und die Flugrobis eben auch arbeiten müssen. Damit verbrauchen sie natürlich ihre Ladung und müssen an die Roboports dran zum Aufladen. Und genau da entsteht das Problem bei den kleinen Robis, wenn man solche Mengen transportiert. Irgendwann stapelt sich das mit dem Laden, man sieht es hier, man sieht es dort. Die Robis sind im Moment noch nicht alle im Einsatz, aber sie stehen natürlich da im Logistikbereich rum und warten darauf, dass sie geladen werden. Und mit der Zeit kann das tierisch in die Hose gehen, weil sie nämlich nicht mehr hinterherkommen. So, jetzt geht die Sache gen 0 und jetzt sind alle Robis raus. Und die warten und kommen mit dem Aufladen nicht hinterher. Und da ist dann letztendlich die Grenze erreicht.
da machen sich jetzt natürlich die neuen Robis wesentlich besser. Ich nehme auch wieder ein Robopod. So. Stell mal hin. Man sieht zum einen, die Geschwindigkeit ist höher. Und zum anderen eben auch die erhöhte Leistung dieser Robis. Und die Einheiten sind durch, die 4000. Hier macht sich jetzt natürlich bemerkbar, das ist die andere Seite, die Ladung. Sie verbrauchen mehr Strom, sie brauchen länger, bis sie geladen sind. Dadurch, dass sie aber schneller sind, machen sie das letztendlich wieder wett. Und dann hat man natürlich den Nachteil, die Dinger fliegen genauso raus wie jeder andere Robi. Das heißt, wenn hier hinten nur wenige Einheiten da sind, ja, dann rennen die auch bloß wegen 10 Einheiten los. Was natürlich Verschwendung der Kapazität ist. Also in dem Falle geht es noch, weil sie eine Kapazität von 10 haben. Aber bei den nächstgrößeren wird es dann schon wieder interessanter. Und da passiert das, was ich gerade beschrieben habe. So, sie sind natürlich noch schneller. Haben ja ratzfatz die 4000 Einheiten rübergebracht. Laden sich auf und fliegen jetzt in dem Falle jedes Mal wegen wenigen Einheiten nur rüber. Man sieht es oben rechts, was drin ist. So, und jetzt müssen die natürlich auch laden. Aber die schaffen das. Es geht auf mit dem Laden. Ich habe in die Robopods immer genau so viel reingemacht, dass wir auf dieselbe Frachtkapazität kommen. Deshalb sind hier oben, wenn wir mal draufhalten, 75 Stück im Einsatz. Hier unten sind jetzt nur noch 10 Stück im Einsatz, weil die haben eine Frachtkapazität von 75. So, dann kommen wir hier runter zu dem nächsten, das ist der 250er. Da sind nur 3 Stück im Einsatz. Damit wir auch wieder auf die 750 kommen, haben natürlich einen viel längeren Ladezyklus, weil die 4 Megawatt oder sowas richtig ausnutzen. So, und die fliegen natürlich, wie man es jetzt hier rechts im Fenster sieht, auch wegen 20, 30, 40 Stück los. Sind zwar schnell, aber eigentlich einmal umsonst unterwegs. Aber gut, das ist eben Spielmechanik. Lässt sie nicht ändern. So, und jetzt kommt der ganz flotte, der 750er. Da haben wir nur einen unten drinne, weil mir auch nicht gebraucht wird. Und hier kommt jetzt genau das Problem zum Tragen. Ein Stack sind nur 200 Einheiten. Und da so ein Stack nur 200 Einheiten sind, fliegt er bei 4000 Stück natürlich 20 Mal. Und das ist das Problem, der könnte 750 Stück mit einmal nehmen, muss aber mehrfach, weil eben das Limit durch die Stacks vorgegeben ist. Das ist das kleine Manko daran. Ansonsten, wie gesagt, wenn man mit Stack-Veränderung arbeitet, mit einem Mod, der das macht, dann kann man die Dinger wunderbar einsetzen, weil die tragen ja natürlich fast den ganzen Stack weg. Aber ein Nachteil an denen ist, kann man hier gleich nochmal einblenden, die haben einen Verbrauch von 3,29 MW. So, und das muss natürlich erstmal geladen werden. Sind natürlich schnell. Also das heißt, man sollte auch noch mit Robopods arbeiten, die mehr Leistung bieten. Und dann sind die Dinger richtig ideal. Aber das gibt es ja zum Beispiel bei Bob oder so. Da kriegt man ja höherwertige Robopods, die mehr Leistung abgeben und damit schneller laden können. Da macht sich das wunderbar. Ich habe jetzt die ganz normalen Wanderpods hier drin. Da geht das nicht. Ja, das soll es für diesen Mod gewesen sein. Einfach, dass man mal den Unterschied gesehen hat. Wo vielleicht die Vorzüge und Nachteile sind. Und ansonsten sage ich, man muss jeder selber entscheiden, ob er das gerne, diesen Mod einsetzen möchte. Ich habe den damals eingesetzt, weil ich eben mit Bob und Angels gearbeitet habe und eben gewisse Größen zu bewegen waren. Und da ich Robis unheimlich mag, dachte ich mir, ist eine schöne Sache. Und so ist der Mod entstanden.
Demzufolge kann ich diesmal auch nicht sagen, wie ich sonst mache. Daumen hoch, klare Empfehlung. Ich überlasse es jedem selber, ob ihr meinen Mod nutzen wollt oder nicht. Ich würde mich sehr freuen. Er wurde geportet von einem netten Modmacher, weil ich selber habe den Mod dann in der 0.18er Version stehen lassen und dann nicht weiter bearbeitet. Ich glaube, die 0.17er war es sogar. Und bin sehr froh, dass dieser Schritt von jemand anders übernommen wurde. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.